Liebe Genossen, liebe Genossinnen, als ich mich vor 3 Jahren für die Landesliste beworben habe, habe ich das damit begründet, dass ich Opposition kann. Denn ich mache im Betrieb seit 25 Jahren nichts anderes. Und das ist noch immer so. Nun sind 3 Jahre parlamentarische Oppositionserfahrung hinzugekommen. Und auf diese Erfahrung möchte ich aufbauen. Es gibt in dieser Stadt viele Skandale, die zeigen, wie notwendig wir sind. So ist es ein Skandal, wenn einerseits bekannt wurde, in welch miserablen Gesundheitssituationen Obdachlose sind, andererseits aber ein CDU-Senator osteuropäischen Obdachlosen keine zusätzliche Unterstützung zukommen lässt, um ihnen, wie er selbst sagte, das Leben hier nicht übermaßen angenehm zu machen. Es ist ein Skandal, wenn die Frauenhäuser in Hamburg überfüllt sind, aber der CDU-Gallsenat nichts unternommen hat, Gewaltopfern günstigen Wohnraum zu verschaffen. Es ist ein Skandal, wenn eine aktuelle Studie über 8.500 Verstorbene über 80 Jahren aus Hamburg ergeben hat, dass jede zweite Leiche keine Zähne mehr im Mund hatte, aber für die zahnärztliche Versorgung älterer Menschen in Pflegeheimen keine schnellen Lösungen gefunden werden. Und es war ein Skandal, als der CDU-Sozialsenator angeordnet hatte, dass Bedürftige nicht mehr auf gesetzliche Hilfeleistungen hingewiesen werden dürfen, um Geld zu sparen. Ihr seht an diesen nur wenigen Beispielen, die soziale Schere in Hamburg klafft immer weiter weit auseinander. Sie klafft auch deswegen auseinander, weil große Teile der Daseinsvorsorge privatisiert wurde. Was wir über die Beschäftigten und die Patienten und Patientinnen im UKE, das ja noch eine Anstalt öffentlichen Rechts ist, immerhin noch erfahren, darüber schweigen sich die Krankenhäuser des Asklepios-Konzerns und der Diakonie bereits aus. Und sie dürfen das, weil nach herrschender Logik diese Informationen dem Geschäftsgeheimnis unterliegen. Es ist aber vor allem die Leiharbeit in den Krankenhäusern, die die Arbeitsbedingungen verschlechtert und zu einer schlechteren Versorgung führt. Sie gefährdet auch Menschenleben. Immerhin hat die Linksfraktion bewirkt, dass Leiharbeit in der Notaufnahme des UKE abgeschafft wurde. Und es ist die Hamburger Linksfraktion gewesen, die den finanziellen und gesundheitlichen Skandal um die Schweinegrippe in dieser Stadt offengelegt hat. Hier gab es ein profitgeiles Zusammenspiel zwischen WHO, Länderregierung und Pharmaindustrie. Millionen Euro wurden an GlaxoSmithKline gezahlt, weil die Knebelverträge sichere Abnahmen und Renditen sicherten. Die Situation der Menschen in dieser Stadt, vor allem der Armen, der Kranken, der Älteren, der Behinderten, ist kein Schicksal. Es gibt Ursachen, die systembedingt sind. Ich möchte, dass alle Menschen an dem gesellschaftlichen Reichtum teilhaben können, ohne dass ihre Herkunft, ihr Geschlecht, ihre sexuelle Identität, ihr Alter oder ihre körperliche und geistige Verfassung sie darin behindert. Liebe Genossen und Genossinnen, die Hamburger und Hamburgerinnen brauchen uns, damit sie Alternativen zu der sozialen Kälte angeboten bekommen. Ihr Protest ist es, aus dem der nötige Widerstand für Veränderungen entsteht. Ich glaube und weiß um die grundsätzliche Bereitschaft, solidarisch zu sein und gegen Ungerechtigkeiten aktiv zu werden. Ich erlebe das derzeit auch ganz persönlich. Und das bestärkt mich, weiterhin dafür zu kämpfen, dass diese Gesellschaft solidarischer und sozialer wird. Applaus